Das ALPS-Verfahren ist eine neue Methode in der Leberchirurgie, mit denen wir Patienten helfen können, die wir sonst nicht operieren können. ALPS-Verfahren heißt, dass wir zwei Operationen machen müssen, um am Ende die Operation erfolgreich zu beenden, das heißt, alle Tumore zu entfernen. Bei dem ersten Schritt setzen wir ein Gefäß ab und erreichen damit eine Vergrößerung der Leber, um am Ende dann genug Lebergewebe zu haben, um diese Operation durchzuführen. Am Anfang, nach Einführung des ALPS, gab es eine große Euphorie weltweit. Es wurden viele, viele Patienten operiert, viele Indikationen genommen. Dann hat man auch gesehen, wo die Limitationen sind. Heutzutage sind wir sicher, wir haben viele Erfahrungen gesammelt, auch gerade in Barmbek. Wir sind in Barmbek das größte Zentrum in Deutschland. Wir haben etwas über 100 Patienten mit diesem Verfahren versorgt und haben die Indikationen herausgearbeitet, die optimal für dieses Verfahren sind. Und wir können dadurch eben Patienten auch helfen, die wir sonst nicht operieren können. Sicherheit in der Leberchirurgie ist ein ganz wichtiges Thema. Früher war man sehr zurückhaltend, ganz früher, weil die Leber ist ein stark durchblutetes Organ. Es fließt pro Minute ungefähr 1,5 Liter Blut durch dieses Organ. Es ist blutungsgefährdet. Heutzutage haben wir eben Methoden, um dieses Risiko absolut fast auf null zu reduzieren. Heutzutage sollte eine Leberoperation ohne Bluttransfusion in der Regel durchführbar sein. Und wir haben hier natürlich auch einen Zentrumseffekt. Wenn man diesen Eingriff häufiger durchführt, ist man sicherer. Und man hat natürlich das Team, man hat alle Disziplinen sind involviert und dadurch ist heute die Leberchirurgie eine absolut sichere Operation geworden. Die Zukunft wird bestimmt sehr spannend. Es gibt viele Möglichkeiten, die wir jetzt auch in der Leberchirurgie umsetzen können. Zum Beispiel der Roboter. Der Roboter wird die Leberchirurgie sicherlich positiv beeinflussen. Wir sind mit dem Roboter in der Lage, präzise zu operieren. Wir können die Möglichkeiten des Roboterarmes dreidimensional zu arbeiten nutzen. Also dadurch wird die Sicherheit der Operation erhöht. Ein anderer Aspekt ist die moderne digitale Forschung, die uns ermöglicht, zum Beispiel Tumore transparent auf der Leber darzustellen. Das geht alles in Richtung Augmented Reality. Wir können in der Zukunft Tumore durch die Leber transparent sehen und können uns dadurch eben viel besser bei der Operation navigieren und dadurch auch die Operation sicherer gestalten.